Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Avi und Biene bringen mir gerne Sachen mit und beim letzten Mal war hier noch eine Sache, die habe ich mir extra aufgehoben, um die einzeln hier gesondert zu testen. Das sind nämlich, wie man es hier deutlich lesen kann, jetzt weiß ich aber nicht, ob es von rechts nach links ist, das ist auch wieder aus Korea und es sind Oreo-Kekse. Freundlicherweise steht das hier auch in lateinischen Buchstaben drauf. Alle anderen Seiten sind hier, ich weiß nicht, ob es koreanisch ist, japanisch, ob es überall das gleiche ist, keine Ahnung, aber hier zumindest steht es verständlich drauf. Double Delight, das sind hier zwei Sorten in einem, also zwei Creme in einem, nicht nur eine Creme, sondern Doppelcreme. Und das ist Peanut Butter, also Erdnussbutter und Chocolate. Also Erdnuss und Schokolade. Ja, das alles in einem Keks. Ja, ansonsten Chocolate Sandwich Cookie, das kann man auch lesen. Alles andere, gut 100 Gramm, entzieht sich meinen Sprachfähigkeiten. Doch, da steht Open. Ah, ja, das ist sehr wichtig. Hier öffnen, nicht da, nicht da, nein. Hinten steht sonst, ja, hier ist noch irgendwie 1, 2, 3. Sollen wir was mit dem Keks machen? Sind vielleicht die drei Arten, wie man Oreos essen kann, einfach auf. Wobei das. Man soll ja manchmal, oder so, Leute nehmen die Oreos auseinander oder die Doppelkekse. Ich bin einer, der futtert die im Ganzen. Deswegen hätte ich jetzt gedacht 1, 2, aber warum dann das dritte ist wie das erste? Egal. Das dritte ist in Milchtunken. Ja, aber das ist in Milchtun, aber erst, was ist denn das erste? Ist So das ist es erste? ganz normal, das Ach, das andere erste ist schraubst du normal, an. dann auf und dann ist in Milchtun. Ah, Eventuell. nicht hintereinander. Nee, also, ja, wenn das die Art und Weise ist, wie man es essen könnte, sind das drei Tipps. Drei Tipps, okay. Kann Ja. natürlich auch was ganz anderes sein. Ja, ansonsten, das sind hier die Zutaten für die, die es interessieren. Irgendwelche Prozente. Ist auch egal. Wir nutzen jetzt den kleinen Hinweis. Hier steht Open. Dann machen wir das auch auf. Und, guck mal. Zwei Päckchen sind drin. Das ist ja gut, Nur mal wenig, das sah nach drei ne? aus. Ja, stimmt. Mal gucken Voll hier. verarscht. Aua! Wobei es. Ja, also es sah nach mehr aus. Das ist dann doch hier einigermaßen auch. Also auch die Koreaner wissen, wie man mit Luft Packungen füllt. Ein weltweites Problem. Ja, und auch hier, auch wieder, die Päckchen sind mit Luft und was aber drin ist, nur wieder hier so die gefühlt irgendwie nur die Hälfte oder zwei Drittel sind mit Keks gefüllt. Ja, so sieht dann diese Packung aus, da steht dann auch nichts mehr drauf, was ich lesen kann. Dann legen wir los. So. Keks. So sieht der aus, von außen unscheinbar, aber man sieht hier schon, hier ist diese Schnittstelle. Da sind die beiden Cremes. Ich mache jetzt mal untypischerweise für mich, aber ich drehe die jetzt mal auseinander. So sieht das aus. Der normale Oreo-Keks. Oh. Nicht überraschend. Und jetzt? Ich habe jetzt genau die Peanut Butter Hälfte. Die schmeckt nach Peanut Butter. Ja, aber also. Ich habe dir Milch mitgebracht zum Tun. Oh, danke. Dann können wir Variante 3 ausprobieren. Also, wenn ich nicht wüsste, was es sein soll, hätte ich es jetzt nicht erkannt. Ich tunke auch mal. Also, ich bin kein Freund vom Tunken, das macht den Keks so weich. Ich mag den lieber ein bisschen härter. Das schmeckt ganz interessant, aber also die Erdnussbutter oder schmeck ich jetzt nicht so raus. Doch. Okay. Also die Dame im Hintergrund schmeckt Peanut Butter. Ja. Netter Keks. Kann man mal essen. Ist jetzt nicht so mein
Mein Favorit? Ach, mir schmeckt er besser als die normalen Oreos. Ja? Die normalen Oreos sind mir oft einfach nur zu süß. Also, hier zwei Meinungen. Das ist das Schöne. Kontroverse Meinungen haben hier Platz bei Stefan probiert. Ja. Lasse ich gerne gelten. Später. Ja, also probiert's. Bildet selbst euer Urteil. Es ist auf alle Fälle nicht verkehrt. Ich fand's jetzt nicht so überragend, aber falls es mir irgendwo nochmal in Korea, in Japan oder ich glaube, ob es das in Amerika gibt. Wahrscheinlich. Wo es eigentlich herkommt. Nur bestimmt. Könnten wir ja mal googeln. Also Peanut Butter, meine ich, habe ich schon gesehen. Wo war ich? Danke fürs Unterbrechen. Ja, wenn ihr es irgendwo findet, ich würde es jederzeit wieder essen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.